weißt, wie viel Improvement da noch quasi for free da ist, indem du zu diesem Regenerate gehst. Du kannst gegen diese Leute spielen und kannst selber improven, kannst Tipps von denen holen und so weiter. Da kann man echt viel lernen. Momentan muss ich sagen, im Norden gibt es da drei dominante Spieler, Lucky, Tarik und Robin, die, sag ich mal, gewinnen jedes Tournament und die sind super consistent. Und ich wünsche mir, dass Tabaka auch so zu denen gehört. Und Rendon natürlich auch, wie ja. früher. Also, dass sie quasi zu alten Consistence, die zurückkommen. Muss ich mal sagen, wenn ich den Consistent Tabaka sehe, die Edgeguards von dem sind krass. Also, ja. echt, teilweise, wo du nur so Frames von Windows hast, wo du den Edgeguard kannst, den gegnerischen Charakter. Die holt er raus und das ist echt gut. Von Rendons Sonic, Chulk habe ich tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Ich habe zweimal gegen ihn gespielt. Wir haben einen 1-1-Rekord. Glaube ich zumindest. Und ich meine, also er ist auf jeden Fall am Arbeiten an dem Charakter und versucht sich ständig zu proven. Werden wir sehen, wie er sich entwickelt hat, sag ich mal. Und ob er mittlerweile Sabaka schlagen kann. Aber es sind auf jeden Fall Trainingspartner auch, ja. wohnen in der gleichen Wohnung und so weiter. Ah, krass. Ja. Beide Hannoveraner. Ja, was kannst du Matchup sagen? Ja, Sordis Matchup, ne? Oh, das war sehr gut gemacht. Der Stack benutzt, um da ihn nicht an die Ledge zu machen, kommen zu lassen. Er wollte einfach driften. Das Matchup, ja, gute Frage. Die versuchen natürlich beide ihr Range beizubehalten. Ich muss sagen, Schulk ein bisschen explosiver wegen den Arts und hat da wahrscheinlich mehr Optionen. Aber du kannst Lucina natürlich total solid spielen, ne? Also die Edge Guards bekommen und die Options cover. Oh, der SD. Hast du den Pop? Also hast du gerade einen. Ja, Rendon, emotionaler Spieler, der merkt auf jeden Fall. Also man merkt ihm an, dass er frustriert ist und so weiter. Ja. Ich meine, es war auch super im Fortune gerade. Ja, solange Sabaka eigentlich ganz gut macht vom Space näher und safe spielt dann. Ja, aber Schulk hat so, die haben einen ähnlichen Gameplan, sag ich mal. Schulk, wie gesagt, ein bisschen explosiver mit seinem Damage Output und auch so mit seinen Conversions. Und ja, wir sind ja so ein bisschen der reserviertere Sword-Character. Ja. Aber beide, wie gesagt, ähnlicher Gameplan. Schulk ist natürlich schwieriger zu spielen. Tatsächlich, ja. Okay, oh, falsche Richtung. Kann sein, dass es so ein C-Stick-Ding war oder so? Ich weiß nicht, oder? Oh, und im Shield-Art hat er noch versucht. Er war nicht rechtzeitig im Shield-Art. Er war noch im Damage-Art, ne? Oder im Knockback-Art. Ja, er rennt noch ein bisschen frustriert gerade. Ja, er sieht man auch. Er möchte sich fokussieren. Das ist nicht die Verfassung, in der er sein möchte. Er ist wahrscheinlich ein bisschen Schock gerade. Sabaka ist Niedersachsen PR Zweiter, oder? Das weiß ich gar nicht. Also Rendon ist, soweit ich weiß, Sechster. Nee, ich bin Sechster. Du bist Sechster? Ja. Dann. Wir haben Lucky, Rinoa, Sabaka. Nee, ich wollte dich nur korrigieren. Nee, alles gut. Aber ich meine jetzt rein Niedersachsen. Ich glaube, es gibt ja einen Niedersachsen und einen Niedersachsen-Bremen. Es gibt nur einen Niedersachsen Fischbein. Wir haben Sabaka ja Zweiter. Ja. Lucky Sabaka, Rino oder Bumuki? Nee. Sabaka ist Zweiter und Rino Dritter. Und Rendon ist halt Siebter. Rendon Siebter, okay. Ja, auch nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, wie groß der Skill Gap dazwischen ist. So, aber ich finde, Lucky hebt sich nochmal ein bisschen ab. Nicht ohne Grund Erster, ne? Best Results. Der travelt auch durch ganz Deutschland und haut da die Wins raus und so weiter. Verdient auf jeden Fall im German PR den 11. Platz. Verdient. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Er hat auch sehr stark an sich gearbeitet. In Smash 4 war er noch so Mid-Level-Spieler und er hat dann richtig losgelegt mit Ultimate. Total gute Fundamentals aufgebaut und so weiter. Also total überlegen auf dem Gegner meistens. Mal schauen, wie es jetzt läuft für Rendon. Ja, ich hoffe, dass es einfach keine SDs gibt und wir einfach clean Stocks sehen. Vielleicht ein paar schöne Edgeguards, wie wir das gewohnt sind. Ich will ein geiles Game sehen. Ja, das möchte man eigentlich so zwischen. Das ist schon so das Higher Level, was wir hier auf Region haben. Ja, oh mein Gott, das war super clean von Sabaka. Bekommt ja aber auch ganz gut immer die Spikes, muss man sagen. Ja, er hat das Timing raus. Ich glaube, das ist ein Ein-Frame-Window, wo der harte Spike da ist. Deswegen. Ja, Rendon findet hier. Fast kein Fuß in dem Matchup. Vielleicht hat Sabaka auch übelst krasses Download auf dem, weil die einfach zusammen wohnen und ständig spielen oder so. Ja, das ist nochmal ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig. Ja, das kann sein. Man weiß, gegen wie man gegen den spielen muss, gegen seinen Gegner, aber tatsächlich auch andersrum weiß das auch und dann. Ja, genau. Okay, ist schwierig auf jeden Fall. Hier, Sabaka kauert auf jeden Fall Option. Okay, wird hier getroffen. Oh, das ist die Chance für.
Luft da leider. Das ja, so das greedy. War sehr gut ja. gemacht. Das war zu greedy auf jeden Fall. Ja, da kommt er nicht zurück. Das war zu greedy. Ja, ah, extrem. Da regt er sich auf jeden Fall auf. Kann man aber nachvollziehen. Kann man total nachvollziehen, ja. Also man möchte nicht erstehen, man möchte nicht so easy in so schlechten Situationen gebracht werden. Und Rendon weiß, dass er gerade Fehler begeht. Und Sawaka, dem kann man das natürlich nicht blamen. Der capitalized und der nutzt das komplett aus. Das würde ich auch machen, muss als Competitor total kalt bleiben und das komplett ausnutzen. Aber es ist natürlich auch total scheiße, ne? Also das Gefühl von für Rendon sozusagen, oh, ich bin erstehen, mein Recoveries, mein Spacing war so schlecht und so weiter. Das sieht nach noch einen Freestyle aus, muss ich ehrlich, ganz ehrlich sagen. Ich muss sagen, Rendon an sich ziemlich korrekter Dude. Also, auf jeden Fall. Ich habe mal bei Smash Rivals gegen ihn gespielt, ein Set. Hat mir auch dann gerne beim Shulk-Matchup geholfen, beim Tipps und so. Extrem netter. Er ist auf jeden Fall auch, er hat diese Grinding-Attitude, weißt du, was ich meine? Ja. Dieser, okay, hat er einen Star auf jeden Fall geholt. Mal gucken, wie viel er nicht rausholen kann. Wie gesagt, Shulk kann auf jeden Fall explosiven Damage raushauen. Muss es nur bekommen. Ja, er ist auf jeden Fall einer, der hat diese Grinding-Attitude und spielt auf jeden Fall und grindet das Spiel. Und man sieht das auch, also, dass er improved, aber leider hat er scheinbar diese kleinen Mindset-Probleme oder findet einfach nicht die Composure, um solche gegen Sawaka-Leute gegen Sawaka zu gewinnen. Sah eben ganz gut aus für Rendon, aber jetzt ja leider wieder im Disadvantage und ja, das war's. Unzufrieden. Ich kann es total nachvollziehen. Also ich fühle mich, ich fühl mich ein bisschen. Man sieht es auch, Sawaka möchte auch leider keinen Kommentar zu abgeben. Es gehört sich auch nicht. Er ist einfach. Ja. Aber Rendon, extrem starker Spieler. Das darf man. Ja, wenn er den Fokus auf das Spiel hat und das Mindset stimmt, dann ist es auf jeden Fall zu respektieren.